Hallo und herzlich willkommen zu Kärnten TV 90 am Donnerstag. Unsere Themen heute: Corona-Beratungen mit den Nachbarregionen, das Bauinvestitionsprogramm 2021, die Lehrlingsmesse und das neue Feuerwehrgesetz. Über die aktuelle Corona-Situation und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit sprach Landeshauptmann Peter Kaiser in einer Videokonferenz mit Regierungsvertretern von Friaul-Julisch-Venetien und dem Veneto. Seit Beginn der Pandemie traf man sich insgesamt 14 Mal online zu gemeinsamen Abstimmungen. Ausgetauscht haben sich die Regionen diesmal nicht nur zur aktuellen Lage, sondern auch zu den jeweiligen Test- und Impfstrategien. €1,3 Milliarden sollen heuer aus öffentlicher Hand in die heimische Baubranche investiert werden. Diese Summe wurde mit dem Bauinvestitionsprogramm in der jüngsten Regierungssitzung beschlossen. Damit wird sogar die Rekordsumme aus dem Vorjahr übertroffen. Ziel des Programms ist es, in der momentanen Krisenzeit die Wirtschaft anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten. Noch bis Samstag läuft Österreichs größte virtuelle Lehrlingsmesse. Unter messevorlehre.at haben Jugendliche die Möglichkeit, sich nicht nur online zu informieren, sondern auch gleich Kontakt zu Unternehmen aufzunehmen. Landeshauptmann Peter Kaiser und Landeshauptmann-Stellvertreterin Gabi Schaunig stellten sich in einem Live-Talk den Fragen der Jugendlichen. Ein neues Gesetz für rund 24.000 Feuerwehrfrauen und Männer wurde diese Woche von der Landesregierung beschlossen und dem Landtag übermittelt. Es wurde gemeinsam mit den Einsatzkräften erstellt und soll das Feuerwehrwesen in Kärnten moderner und noch praxisnäher machen.